Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar starten wir heute mit der Serie Fraktionskriege im Detail. Es geht darum, ich werde oft gefragt, Farbstoff, mach doch mal ein Video über die Fraktionskriege. Das sei hiermit angefangen. Farbstoff, welche Champion nehme ich in dieser Fraktion? Das werde ich heute beantworten. Farbstoff, gibt es irgendwas Wichtiges, was man noch beachten sollte? Das werden wir heute beantworten. Genau diese Fragen kriege ich sehr oft gestellt und es wird auch mal Zeit. Kommen wir mal zu den Fraktionskriegen allgemein. Die Fraktionskriege allgemein sind, man sieht hier neue Funktionen, die sind dazugekommen später mal und wurden dann auch ein paar Mal genervt, da sie am Anfang sehr, sehr heftig waren. Also es war sehr schwer, durch diese Fraktion durchzukommen. Inzwischen sind sie auf einem meiner Meinung nach guten Level. Also ja, je nachdem, wo man sich im Spiel befindet, kommt man dann auch weiter. Und es ist so, dass in jeder dieser Fraktionsgruften immer nur eine Fraktion befindet werden kann. Und es werden maximal drei am Tag freigeschaltet. Also heute sind zum Beispiel Skinwalker und Untote Horde. Wenn man guckt, morgen ist es Heiliger Orden und die Zwergengruft. Und in drei Tagen wäre es dann, in zwei Tagen ist es dann Hochelfen und Salamander und so weiter. Und in drei Tagen hätten wir dann drei offen. Dann haben wir dann die Ogrin-Stämme, Dunkelelf und Barbarengruft. Und das rotiert regelmäßig durch und dann könnt ihr halt jeweils dort immer die einzelne Fraktion angreifen. Jetzt machen viele den Fehler und sie stürzen sich auf alle Gruften und versuchen da unendlich zu pushen. Das ist falsch. Nehmt euch eine, also das muss ich dazu sagen, die ersten 10 Level sind super easy. Ja? Also die Gegner, die hustet man hier um. Ja? Also wenn man das jetzt mal, nehmen wir jetzt mal irgendein Champ hier. Ja? Die Gegner, die hustet man da drin um. Die sind sowas von, wie soll ich denn sagen, sowas von squishy und sowas von einfach, dass jeder 60er hält, dass hier easy übersteht. Ja? Also der rennt da alleine durch, da braucht man sich keinen Kopf machen. Deswegen, die ersten 10 Stages sind einfach Level 60 machen, ein bisschen equippen und da rennt ihr dann locker durch. Anders sieht es danach aus, wenn man dann zum ersten Boss kommt. Der ist dann ein bisschen okay, der ist aber noch relativ leicht, aber der zweite Boss. Der zweite Boss ist dann so die erste große Hürde und dort gibt es dann so ein paar Grundregeln immer. Und die zeige ich euch jetzt beim Beispiel der Untoten Horde. Dann bekommt ihr für jeden der Level könnt ihr maximal 3 Sterne bekommen. Diese bekommt ihr, wenn ihr mit 5 Champions am Ende lebend dasteht. Das reicht auch, steht in 0 Verlust, das stimmt nicht ganz. Ihr könnt mehrmals sterben, ihr könnt euch wiederbeleben. Solange ihr am Ende mit 5 Champions dasteht, wenn ihr gewonnen habt, bekommt ihr 3 Sterne. Die könnt ihr dann sammeln für jede Stufe und bekommt am Ende dann maximal 63 Sterne. Und für alle Sterne zusammen gibt es dann eine Belohnung. Es gibt dann jeweils für die einzelnen Steps Belohnung. Man sieht, man haben wir eine Gruft hier, da sieht man es besser bei der hier. Da kriegt man hier ein seltenes Buch, hier ein episches Buch und ganz unten ein Leggy-Buch. Das kriegt man dann zusätzlich. Aber es gibt noch gesammelte Punktzahlen. Das heißt 63 plus 63 plus 39 und so weiter. Ergibt bei mir 724 Punkte von 730. Und man sieht dann hier unten, ich bekomme bei 725 Gesamtsterne einen Rang 5 Hühnchen und bei 730 einen Heiligen Splitter. Und die Belohnung kann man sich dann hier angucken. Ja, das geht dann noch weiter bei 760 bis 819. Das geht dann noch, die ist gerade zugekommen wegen den neuen Fraktionen. Und die Belohnung sollte man sich holen, wenn man es schafft, Stück für Stück einen Dungeon eine Fraktionsgruft nach den anderen machen. Aber es ist nicht einfach getan, die besten Champions mitzunehmen. Ich werde jetzt hier mal kurz alle rausmachen. Und wir sagen, ihr habt jetzt total die super duper Damage Dealer da drin und geht mit so einem Setup jetzt da rein, da werdet ihr nicht weit kommen. Ihr müsst, und das ist wirklich so, ihr müsst das Team aufeinander abstimmen. Es gibt verschiedene Champs, die das besonders gut können und auch bestimmte Sachen, die besonders hilfreich sind. Also, kommen wir mal zum Punkt 1. Was wichtig ist, sind die richtigen Debuffs, sogenannte CC-Debuffs, die Crowd-Control-Debuffs. Es ist folgendermaßen, jeder Stun, jeder Frost-Debuff, Sleep, Provoke, hindert den Gegner daran, seine starken Skills auszuführen. Jedes Team, gegen das ihr in den höheren Level antretet, ist immer versucht, auf Synergien zu bauen. Da ist zum Beispiel ein Team aus ganz vielen Valkyrie, ein Team aus Sia und vielen Cetalias und so weiter. Die können ihre Skills nur machen, wenn sie natürlich nicht CC sind. Und aus diesem Grund sind alle Champions, die irgendwie CC'en können, sehr wichtig. Rundenmeter, egal. Ja? All das hilft. Und dazu kommt natürlich dann, dass ihr noch Champion mitnehmt, die ein gewisses Kit haben. Dann ist es noch wichtig, einen Champion dabei zu haben, der in den höheren Leveln einen Schild-Buff gibt. Das ist bei mir, wenn wir mal zur Untoten Horde gehen, ist das bei mir, sind LP-Helden. Bei mir ist es der Kürbis-Jack. Der hat eine hohe Base-LP. Der läuft bei mir
in den Fraktionskriegen mit einem Schildset. Kann man zu ihm hingehen? Wo haben wir ihn? Da. Der läuft mit einem Schildset. Er ist nicht der schnellste, muss man dazu sagen, aber er hat 75 KLP, was nicht viel ist, ja. Aber das Schild hilft mir ungemein, dort die Dungeon zu schaffen. Und genau da ist so der Trick, dass sie dort den ersten Burst des Gegners komplett abfangen durch das Schild. Ja? Also das wäre mal so ein Punkt, den ich für sich hatte. Und dann geht es natürlich, die Champions auszuwählen von dem, was sie können. Rundenmeter, Speed Increase, Wiederbeleben, sämtliche CC-Debuffs sind wichtig. Gehen wir mal durch die Champions durch. Rotos, ganz klar. Rotos ist fast unkaputtgehbar, macht viel Schaden, ist immer dabei bei mir. Ein Must-Have, ja? Ein sehr guter Champ. Dann haben wir Bad L, kann heilen, kann die Gegner giften, macht mehr Schaden, wenn die Gegner Gift haben. Auch das hilft. Vor allen Dingen gegen den zweiten Gegner. Denn der zweite Gegner klaut euch, das ist der zweite Boss, meine ich, der klaut euch alle Buffs und gibt euch alle Debuffs, die ihr habt. Den Boss würde ich manuell spielen, wenn man Bad L hätte zum Beispiel und Kürbisjack, dann könnte man Folgendes machen. Man gibt mit Bad L euch Dauerheilung ohne Ende. Dann klaut ihr euch die ganze Dauerheilungsbuff. Also von 5 Spielern A2 Stacks in der 10 Stacks. Und dann geht ihr mit Kürbisjack hin und haut die A2, die Folgendes sagt. Entfernt alle Dauerheilungsbuffs vom Ziel und ersetzt sie durch 2 Runden mit Gift-Debuff-Stacks. Das heißt, dann kriegt er richtig viele Gift-Debuffs und dann one-shottet ihr ihn fast. Ja, das macht dann schon viel Fun. Aber nichtsdestotrotz solltet ihr, wenn ihr dann beim Boss seid, erst Buffs auf euch applyen, wenn er diesen Skill einmal ausgeführt hat. Denn sonst klaut er euch alle Blocke, also irgendwelche Crit-Damage-steigernden Buffs, Defense-Increase, Attack-Decrease, Speed-Increase, alles wird euch weggenommen und ihr bekommt die ganzen Debuffs. Das heißt, die erste Runde am besten manuell spielen. Aber egal, da sind wir noch nicht, wir wollen mal weiter durch die Champions gehen. Also Bad L, sehr gut. Skartosis hilft euch auch sehr, da er Debuffs entfernt. Und zwar auf 5 Runden, seht ihr was, er müsste sehr schnell sein. Angriffsschlag, Kit-Mod-Steiger und er hat auf der 1 kann er die Chance von 50% einen zufälligen Buff von jedem Gegner zu stehlen, was auch sehr hilfreich sein kann. Dazu sollte er dann natürlich auch Defense-Base gespielt werden. Obwohl es ein anderes Held ist, würde ich ihn ein bisschen mehr auf Defense spielen. Man sieht, hohe Base-Defense, hohe Base-LP, hohen Speed. Sehr gut, ein sehr guter Champ dafür. Dann haben wir Bloodgorge. Und zwar greift den Gegner an, ignoriert komplett die Defense. Durch diese Fähigkeit, getötet Killen, kann ich wiederbelebt werden. Aber diese Ignore-Defense ist sehr wichtig. Dann die A2 verleiht einer Fähigkeit jedes Ziels Abklingzeit. Auch das ist sehr gut. Und die A1 bietet eine Chance, dann der Verringer zu applyen. Der muss natürlich dann auch erstmal dahin kommen. Also wichtig ist, wenn er mitlaufen sollte, dann wird es ziemlich glücklich für ihn. Das heißt, ohne Schild vom anderen Set ist ja eine relativ schnelle Geschichte, aber auch das hilft. Natürlich dann the number one Marschall, ja. Ein unglaublicher Held geworden, seitdem er gebufft wurde. 4 ist ein wahnsinnig starker CC, vor allen Dingen in den Fraktionsgruften. Plus Entziehen-Buff, kann Buffs klauen, Heilungsverregung applyen, ein Superheld für die Fraktionskriege. Dann haben wir Nesswell, ein Superheld für die Fraktionskriege, mit eingeritzten Tattoo, würde ich mal sagen, hier oben. Ja. Ich nenne ihn mal Mr. Hackfresse, weil er einfach nur total die hässliche Fresse hat. Er sieht aus wie von so einem, keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Der hat einen super Kit für die Fraktionskriege. Kann gut Schaden machen, aber er kann Lehmen Geschwindigkeits verringern und er kann das Rundenmeter lenken. Und zwar auf 4 Runden CD. Rundenmeter Stun Geschwindigkeitsverringer. Das wollt ihr auf den Gegner haben. Das wollt ihr vor allem beim letzten Boss haben. Da ist Rundenmeter und Gift alles. Gift und Rundenmeter ist dort das Wichtigste. Und dann haben wir noch natürlich the number one of all Leggies ist natürlich Siffy. Siffy ist, wer Siffy hat, wird die Fraktionskriegen keine Probleme haben. Sie carryt euch da einfach durch. Gibt es nicht viel zu sagen, hat ein super Kit. Dann kommen wir zu den Epischnellen. Aber das ist bei der Untoten Horde schön. Die haben, also ihr habt eine riesen Auswahl an Champs, die gut sind. Gorgoweb ist für mich sogar Number One, denn er kann zufälligen Buff entfernen, er kann Rundenmeter geben und er kann alle Toten verbinden, wiederleben mit 25% LP. Der läuft bei mir immer mit, nicht besonders schnell, muss man dazu sagen. Ja, also er ist nicht besonders gut equipped und trotzdem carryt er ungemein, denn Wiederbelebung ist in den Fraktionskriegen einfach wichtig. Er ist ein sehr, sehr guter Champ. Wer ihn hat, Number One Skillen. Dann haben wir Sucher, also Seeker im Englischen, auch das ist ein guter Champ. Hat eine Defense-Aura für die Arena, hat A1 für Provoke, das ist sehr wichtig, können die Gegner wieder nichts machen, wie vorhin schon gesagt, Provoke ist sehr wichtig.
die A2 Angriffssteigerer und Rundmeter 30% und ihr bekommt einen Defense-Steigerer-Buff, wenn ihr gekrittet werdet. Top. Dann haben wir Wächter des Grabes. Gruppenangriff. Jetzt könnte man meinen, das ist gut. Den würde ich, es wird immer gerne empfohlen, den empfehle ich euch nicht. Ja, den bitte ignorieren. Wenn ihr wen nehmt, dann Celeta. Der ist in meinen Augen super. Hat Schlaf, hat Schild, hat Dauerheilung und nochmal AOE-Schlaf. Der hält, ist in meinen Augen der für die Fraktion, den bitte ignorieren. Aber tatsächlich muss ich empfehlen, Dark Acel für die Fraktionskriege ist er gut. Auf der 1 Defense-Verringer, auf der A2 Geschwindigkeitsverringer, was sehr wichtig ist, ihr wisst es. Und sie hat Geschwindigkeitssteigerer. Sie ist nicht Number One, aber sie ist gut. Wer sie hat, kann sie auf jeden Fall für die Fraktionskriege benutzen. Dann haben wir einen sehr, sehr guten Held für die Fraktionskriege, ist Husk. Ja, auf der 1 Provoke, auf der A2 Lähmung und auf der A3 einfach Max LP Schaden. Also LP Schaden, der zweite ist Max LP, aber einfach LP Schaden. Er hat eine hohe Base LP, das heißt, man kann ihn sogar mit Schildset ausstatten zur Not, falls man jetzt keinen Legi hat, der das hätte. Also Husk, eine sehr gute Wahl. Dann haben wir KOM. KOM kann Gift machen. Eben schon mal gesagt, Gift ist beim Boss alles. Und dann kann er den Schaden des Gifts sofort auslösen. Müsste man manuell spielen. Der ist okay für die Fraktionskriege. Dann haben wir Lich. Lich ist sehr stark in den Fraktionskriegen. Genauigkeitsverringerer, Deathsteigerer und Geschwindigkeitsverringerer. Jetzt kommt es aber. Nicht nur der Geschwindigkeitsverringerer, sondern er senkt das Rundenbild des Ziels um 100%. Beim Boss, gerade beim letzten, 100% Rundenmeter-Negierung, einfach top. Ja, gute Base-Stats, hoher Speed, passt, ein guter Champ. Dann gibt es natürlich, klar, man könnte noch Hexer nehmen und da Defense-Steigerer und Angriffssteigerer. Und finde ich jetzt nicht ganz so doll, weil das eher Buffs sind. Wer dann aber noch gut sind, wie gesagt, sind die letzten beiden. Mager der Gruft, absolut top, ja, Buffen, Debuffs entfernen und so weiter. Und dann, wie gesagt, eben schon mal Celeta. Das sind sehr gute Champs. Das heißt, wichtiger ist, den Gegner zu debuffen, als sich selber zu buffen. Bei den Wares gibt es auch, da gibt es ein paar gute. Fangen wir mit der ersten an. Eisige Benji. Greift der Gegner an, hat eine Chance auf Defense-Verringerer. Greift der Gegner an, jetzt kommt sie, hat eine Chance von 65% zufällige Buffs vom Ziel zu entfernen. Das ist gut. Gerade wenn jemand Blocke Debuffs-Buff drauf hat oder sowas, hilft euch das ungemein. Ein sehr guter Champ. Dann gehen wir weiter. Jetzt für mich ist es dort einer der besten Wares. Ist Grinser. Grinser hat dort, greift alle Gegner an, bietet eine Chance, einen zufälligen Buff zu entfernen von 50%, ja, und belebt einen Verbündeten wieder auf 4 Runden CD mit 50% LP, verleiht dem wiederbelebten Champion 2 Runden einen Schildbuff, der etwas 20% seiner maximalen LP, der etwa 20% seiner maximalen LP, sei okay, entweder macht 20% oder nicht mit 20%. Auf jeden Fall, bei 110 Base Speed kann man ihn sehr, sehr, sehr schnell machen. Wirklich, dafür, ich nenne sie mal Grinsekatze, ja, weil er Grinse heißt, hat ein ganz, irgendwie hier, echt furchtbar aus, der Champ. Also hässlich ist er ja, aber er ist wirklich gut. Da muss man sagen, wiederbeleben, wie gesagt, hilft. Wenn man eben nicht einen Gorgowap hat zum Beispiel. Dann gehen wir noch weiter. Dann gibt es, viele wollen immer die Armbrustschütze nehmen. Ich persönlich finde sie jetzt nicht doll, weil sie hat kein wirkliches Kit. Aber Verderbnisschrei kann ich euch empfehlen. Verderbnisschrei auf der 1 Genauigkeitsverringer, auf der A2 Deathsteigerer und zwar Rundenmetersteigerung für sich selber, also für alle Verbündeten um 30%, bei 3 Runden CD sehr stark und greift alle Gegner an und verleiht diesen Champion für 2 Runden 30% seiner maximalen LP als Schild und steigert den Schaden entsprechend der aktuellen LP dieses Champions. Das heißt, ihn kann man auch viel LP machen, mit Schildset zum Beispiel, eine geile Waffe, ja, das würde auch funktionieren. Und dann haben wir noch eine Mr. Sixpack, der Sünder. Eigentlich ein Allrounder und auch in den Fraktionskriegen ein Allrounder. Auf der A1 Schlaf, auf der A2 Angriffsverringer, auf der A3 Schutz mit Blocke Debuffs bauen. Auf der A4 könnte er noch Verbündetenschutz mit Blocke Schaden machen, wenn man die Sünder im Team hat, was sich aber nicht lohnt in meinen Augen. Also man sieht schon, in den Untoten Horden gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt würde ich euch mal kurz den Fight zeigen in der letzten Runde, wie ich aktuell mein Team habe. Das ist mein Team. Das basiert darauf, dass ich Heilung mit habe, ich habe Schild mit, ich habe CC mit, ich habe viel Damage mit und ich habe Wiederbeleben mit Gorgorib. Das heißt, dieses Team ist für mich sehr ausgewogen. Es funktioniert zu 8 von 10 Fights. Das ist bei den Fraktionskriegen aber egal, denn ihr verliert keinen Schlüssel, wenn ihr nicht durchkommt.
Das heißt, ihr könnt euer Team, wenn ihr die 3 Sterne versucht zu schaffen, dann macht einfach bis zum Boss. Und wenn ihr merkt, ah shit, ich bin jetzt doch gestorben, dann macht beenden das Kampf und fangt von vorne an. Ihr verliert deswegen keinen Schlüssel. Ich würde jetzt, wie gesagt, der erste Boss einfach Damage machen, der ist kein Problem. Wir gehen jetzt mal zum zweiten Boss, kämpfen uns mal schnell hin und sprechen mal kurz den Champion an sich an. Wie gesagt, wenn man mal in den späteren Leveln ist, sind die vorigen Levels jetzt wirklich ein Kinderklacks geworden. Also da ist Bushi mit seinem super Wiederbeleben. Wir klauen uns einen Buff mit Dings und einen Buff mit... einen Buff hat er erstmal Schalt geklaut und einen Buff hat Gorgo weggenommen. Man sieht schon, die Gegner kommen nicht einmal dran. Das ist natürlich Geschwindigkeit plus CC und Rundmeter geben und Geschwindigkeitsverringer und was auch immer man geben kann. Und der Gegner hat eigentlich keine Chance. So, jetzt sind wir beim Boss. Erstmal sieht der mega gut aus. Ja, ich finde den Boss, der ist vom Designer wirklich gelungen. Und dann fassen wir uns mal auf die A1. Greift alle Gegner an. Bietet eine Chance von 25% für eine Runde einen Angst-Debuff zu verleihen. Und jetzt kommt aber, diese Chance steigert sich mit jedem Buff, der diesen Champion verliehen wird, um 15%. Jetzt meint er hat ja gar keinen Buff. Aber die A2. 3 Runden CD, ganz wichtig. Sie greift alle Gegner an, stiehlt alle Buffs von jedem Gegner. Also das heißt, sie bekommt alle Buffs von euch. Also wenn ihr jetzt jeweils 2 Stacks Heilung auf euch drauf habt, bekommt sie alle Stacks davon. Komplett. Und sie wendet alle Debuffs von diesem Champion auf einen zufälligen Gegner und dann kommt die Debuff-Verteilung. Das heißt, ihr bekommt alle jeder, also wenn sie jetzt einen Defense-Verringer hat, einen Angriffsverringer und 2 Gift-Stacks, dann hat es jeder Champion von euch danach auch. Das heißt, plant euren Angriff gut. Ich werde jetzt mal versuchen, was hinaus zu zögern, wenn Bet-El den Skill ready hat. Schade hat er nicht. Das heißt, ich warte, würde hier jetzt die erste Runde abwarten, bevor ich jetzt hier irgendeinen Skill mache, der wie soll ich denn sagen? Ja, wenn Rotor ist irgendwann mal dran. So. Also, machen jetzt mal nichts. Jetzt haben wir einen Defense-Verringer drauf. Seht ihr das? Machen weiter einfach damit. So. Jetzt wird uns der Defense-Verringer. Zack. Und jetzt haben wir den drauf. Ja? Das ist schlecht. Genau das wollen wir ja so nicht. Das, vor allem, weil wir jetzt Provoke drauf haben. Provoke haben wir von den Gegnern gekriegt, hier an der Seite. Die geben uns dann Provoke. So, wir werden jetzt mal hier einfach was weitermachen, ganz normal. So, jetzt halten wir uns. Und der Gegner hat 2 Stacks Gift drauf. Und wenn wir jetzt zu früh gemacht hätten, diese Heilung auf uns drauf, dann würde er sich mit der A2 sich die gesamte Heilung holen. Das heißt, ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr das macht, spielt es am besten manuell, damit ihr es ein bisschen timen könnt. Ansonsten ist der Boss sehr einfach. Der letzte Boss dagegen in jeder Range, also egal auf welchen Abschnitt, der ist bitter. Also wir spielen mal durch. Es kann sein, dass ich auch faile. Wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer und sehr tricky. Da liegt es auch ein bisschen daran, wie die Angst-Debuffs sitzen. Da sieht man jetzt Sleep und 4 überall drauf. Und hier ist es schön, dass mal Schalt und sein 4 sich ergänzen. Da unser Kürbis-Jack mit einem AOE dafür sorgen kann, dass die Gegner einen Block Bass-Debuff bekommen, wenn die Gegner einen 4-Debuff unterliegen. So, Achtung. Puff. Das heißt, sie können sich jetzt zum Beispiel mit Mataya keinen Gegenangriff geben. Keinen Unsterblichkeits-Buff, keinen Death-Steigerer-Buff und. Und das ist für uns natürlich dann bedeutend einfacher, die Wave zu clearen. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, ja, das sind ja alles Leggies und bis auf Gorgoweb. Es ist so, dass man den Dungeon auch mit schlechteren Champs schafft, nur halt dauert es bedeutend länger. Wirklich, es ist hier wichtig, die Synergien zu schaffen. Ihr solltet verstehen, dass die Fraktionskriege nicht darauf basieren, einfach Maximum Schaden zu fahren, sondern da geht es wirklich um C10, um Stunnen, um wie auch immer. Stun könnte auch mit dem Set, ja. Ihr seht ja schon 4. Wir haben jetzt zweimal, dreimal keinen Gegenangriff gekriegt, weil wir 4 drauf hatten. Jetzt haben wir nur von 2 Champions einen Gegenangriff bekommen. Jetzt wird uns Dings wegsterben. Das passiert ja ziemlich oft, ja. Also wir müssen praktisch die erste große Gegenangriffswelle überleben und dann
Deswegen ist Gorgorb auch hier am uninteressantesten für alle. Er ist bei mir so equipped, dass er dort die wenigsten Probleme bekommt. Er wird am wenigsten gefokust. Das mit Absicht so, dass er auf jeden Fall immer wiederbeleben kann. Nichtsdestotrotz kann natürlich auch diese Wave kann failen bei mir, ja. Das wäre nicht das erste Mal. Hat ein bisschen was mit RNG zu tun. Aber man kann keinen Schlüssel verlieren. Also, welche Sets nehmt ihr mit? Ihr nehmt mit Stun Set, Provoke Set, Sleep Set, Frost, wenn ihr habt. Wenn ihr jemanden habt, der euch mit Provoke und dann die Gegner frosten kann, seid da gut. Wie gesagt, die Stages zwischen den einzelnen Bossen müsst ihr nur einmal schaffen. Das heißt, selbst wenn es dort 3-4 Versuche braucht, am Ende ist es egal. Wichtig ist, die Sterne einmal zu bekommen. Und dann, wenn ihr den Dungeon dann farmt, dann muss nur einer überleben. Denn die Belohnung ist unabhängig davon, mit wie vielen Champs ihr diese Stage dann schafft. So, ihr seht schon, jetzt haben wir einen schon mal raus. Und wenn dann mal der Schritt erreicht ist, dass einer mal weg ist, dann wird es immer einfacher. Ja, jetzt haben wir alle wieder am Leben. Jetzt hat auch noch einer Gegenangriff. So, und jetzt ist eigentlich auch der letzte gleich Geschichte. Und dann sind wir mit vollen Champs dann beim Boss und können dann dementsprechend Schaden machen. Jetzt wird man gleich beim Boss sehen. Der Boss, ich mach's gerade mal Stopp, der hat etwas ganz, ganz Fieses. Ignoriert komplett die Ziel-Defense mit seiner A1. Das heißt, was ihr vorher in den Dungeon als Nutzen hattet, ihr habt voll die Defense-Helden mit, ist euch hier zum Verhängnis. Ja? Hier helfen euch auch LP-Helden. Denn Ziel-Defense, das heißt nicht Ignore LP, sondern nur Ignore Defense. Da helfen euch wirklich, wenn ihr ein bisschen Lebenspunkte mit habt, Schild-Set, wo wir beim Thema wären. Denn wenn ihr da mit einem Defense-Held reingeht, der ist One-Shot mit diesem Skill. Dann die A2 entfernt alle Debuffs von diesem Champion und verleiht ein Champion wahre Angst und der Rest wird gestunt zu 100%. Man kann es widerstehen mit hohem Widerstand, muss ich dazu sagen. Das heißt, man könnte auch mit Widerstand spielen. Hier hilft einfach Rundenmeter am besten. Ja? Also wenn ihr hier mit Rundenmeter spielt, dass ihr den Rundenmeter entfernt. Und dann ist es so, umso mehr Schaden ihr macht an dem Gegner, umso schneller steigt sein Rundenmeter an. Das ist das Perverse, sage ich mal. Ja? Das heißt, nimmt man jetzt schön viel Schaden mit, ist er mit seinem Rundenmeter ganz schnell voll. Man sieht es immer, wenn Rotos angreift, dann steigt sein Rundenmeter extrem an. Hier hilft euch natürlich Dauerheilung, Leech oder auch Lifesteal Set. Denn ihr müsst, wenn ihr angreift, euch wieder hochheilen können, dass ihr auf jeden Fall nicht das Problem habt, dass er euch dann killt. Oder natürlich dann ein Wiederbeleben haben. Ihr könnt den Gegner nicht stunnen, provoken oder dergleichen. Das heißt, hier hilft euch dann wirklich nur noch Gift oder nackter Rohdamage. Gift hilft dir wirklich sehr gut, muss man sagen. So, und dann haben wir den Kampf dann auch gleich geschafft. Der nächste weg. So, da wären wir durch und das farm ich dann halt, ja, immer weiter durch. Das ist ja viel, man sieht es auch, man kriegt auch in den letzten Stages 4 Sterne und dann Widerstand. Ja, sei es drum. Also, Drachenwettbewerb. Können wir gleich mal gucken, was ihr davon bekommt. Sage ich euch gleich mal, ob sich das lohnt. Das ist doch eine Katastrophe, oder? Schaut euch das mal an. 4 Sternehähnchen, bitte komplett ignorieren. Gleich mal so Nebeninfo nebenbei. Klarion. Damit lockt ihr keinen mehr an. Okay. Dann gehen wir nochmal über meine Champs drüber. Rotos ist bei mir im Guide equipped. Relentless Gear, voll auf Damage. Wenig Defense, wenig Lebenspunkte, wenig Speed. Hauptsache Max Damage. Dann habe ich mitgehabt Bad-L. Bad-L ist equipped 202 Speed, 37 Defense, 40k Leben. Also schon ein bisschen Defense-lastiger. Und auch ein bisschen Damage mit Genauigkeit, damit die Debuffs sitzen. Dann haben wir Kürbisjack. Kürbisjack ist bei mir auf LP% und ein bisschen Schaden. Wobei man sagen muss, ob ich am Ende den Schaden nutzen würde oder das Schild, ist wahrscheinlich das Schild besser. Das Problem ist, wir sind sehr schnell.
Und das Schild ist dann ruckzuck runter, deswegen bin ich eher auf Crit Damage gegangen. Wenn ihr ein langsames Team habt, nehmt bitte LP% mit, wenn ihr ein Schildset mitnehmt, um das Schildset höher hochzutreiben. Dann haben wir Mr. One hier, Mr. Marschalt im unerschütterlich Set, damit er beim AOE Damage nicht so viel Schaden bekommt. 3-2 Defense ist okay, weil durch Negierung ist man da weit über 4 Defense umgerechnet. Viel Speed, ein bisschen Damage-Genauigkeit, ein bisschen Leben. Also der ist einfach ein super All-One-Talent. Und wir haben noch Mr. Gorgoreb, mein Dungeon-Hero-Fraktionsheld. Noch nicht mal voll equipped, hat aber aufgrund dessen, dass er so uninteressant ist für die Gegner, hat er 3-8 Defense, also sehr, sehr gut Defense, hohe Base-LP. Der Speed ist okay und der Rest wie immer so lala. Okay. Das würde ich sagen, war es zu den Fraktionskriegen für die untote Horde. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Kritiken, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde eure Frage eben beantworten. Ihr könnt natürlich gerne im Stream vorbeischauen, um das Thema noch näher zu sprechen. Ich werde dann auch live die Fragen beantworten. Oder ihr joint meinem Discord-Server und ja, da könnt ihr mich dann auch gerne ansprechen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder im Video. Ein wunderschönes Wochenende für die, die heute starten können. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream oder im Video, wie ich schon gesagt. Bis dann, euer Papstoff. Ciao.